So, hallo zusammen, hier sind wir wieder von 3by TV, jetzt mit Jenny Maas. Jenny fährt in der F2 Stocker. Erzähl doch mal, als Frau in der F2 Stocker, wie bist du da gelandet? Oder auf die Idee gekommen, da zu fahren? 2017 war ich als Zuschauer beim World Cup und da haben wir uns halt eben alle Rennserien angeschaut und ich war total angefixt von der F2. Ich habe echt gedacht, ich möchte da so gerne mal mitfahren. Mein Vater hat alles gegeben, mir das auszureden, weil er einfach gesagt hat, es gibt so viele andere Klassen, so wie LMV8 zum Beispiel. Mhm. Aber ich habe gedacht, dass wo ein bisschen Kontakt ist, wo man mit 36 Leuten auf einem Viertel-Oval fährt, da hat man ein bisschen mehr Action. Das wollte ich doch mal gerne ausprobieren. Bist du vorher schon irgendwas gefahren? Kart oder? Ich habe mit dem Motocross-Fahren angefangen, als ich Anfang 20 war. Ich wollte es immer schon. Mit 14 hatte ich schon mit dem Quad-Fahren angefangen. Da hatte ich auch eine Yamaha Banshee 350 Zweitakt. Und die hat ordentlich Bums gehabt. Und ja, mein großer Traum damals war immer, Motocross zu fahren. Da bin ich auch relativ weit gekommen. Aber nachdem ich mir das zweite Mal einen Oberarm zertrümmert habe, habe ich dann doch mal gedacht, Karriere im wirtschaftlichen Sinne oder halt eben Motorsport, habe ich dann halt eben für die Arbeit entschieden und ganz ohne Rennen ging aber doch nicht. Und da kam es dann mit dem Stocker F2. Cool. Und du fährst ab August wieder? Genau, der Plan ist, dass dieses Jahr bin ich noch kein einziges Rennen gefahren und der Plan ist es, im August wieder anzugreifen. Ist das Auto schon soweit fertig oder? Das ist eigentlich relativ wenig zu machen, aber wir müssen immer noch das halt eben an das Reglement für dieses Jahr anpassen. Und da werden wir uns in 2 Wochen mit ein paar Leuten zusammensetzen und daran arbeiten, dass das alles passen wird für August. Ja, super. Dann drücken wir dir die Daumen, dass das auch wirklich alles passt. Dankeschön. Und verabschieden uns damit. Danke.